Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Es geht um die Woche vom 13. bis zum 19.09. Und in dieser Woche haben wir direkt morgen den Halbmond im Schützen. Das Halbmond-Orakel habe ich euch gestern schon in die online gestellt. Mars zieht in Waage. Das Halbmond-Orakel hat sich stark darauf bezogen. Ja, es geht hier, schaut mal, um wie praktisch, ne? Oder was heißt wie praktisch, wie logisch? Es geht um 15, den Bären, ne? Um Machtverteilung. Hier guck mal, um Machtverteilung. Ja, okay, alles klar. Um die neue Machtverteilung, ja, wenn Mars in Waage zieht. Haben wir gestern im Halbmond-Orakel schon rausgefunden, ne? Ja. Kreuzerhöhung. Ja. Die Belastungen werden größer, ne? Wird mir dazu so gegeben. Haben wir im Halbmond-Orakel gehabt, ne? Druckerhöhung. Wird es ausgetauscht. Wieso, weshalb, warum? Gucken wir uns die Mondenergien in dieser Woche an. Ne? Wir haben hier, weil 2021 sich dem Ende neigt. Ne? Ihr wisst, das Jahr der Blockaden, Hindernisse und Hürden, und deshalb werden die Blockaden immer klarer, klarer, klarer. Ja? Die Sicht wird immer klarer. Wir hatten im Halbmond-Orakel liegen, verstehe den Prozess, die Zusammenhänge mit der Spiritualität. Ne? Hier haben wir das Verstehen. Wir haben das klare Wissen über die Blockaden. Wir haben das klare Wissen darüber, was das Glück blockiert, ja, oder was dem Glück im Wege steht. Wir haben hier die Geistführer, wir haben die Akasha, ja, also wer gerne mit der Akasha-Chronik arbeiten möchte, das entsprechende Werkzeug dafür findet ihr auch in der Infobox. Wir hatten in den Tagesimpulsen schon darauf hingewiesen, ja, jetzt mit dem Geistführer-Team zu arbeiten, ne? Hier, Gebete in den Himmel abzusenden, die Chakrenspirale, ne, habt ihr für euer persönliches Gebet wieder in der Infobox, um Hilfe zu bekommen, ja, über diesen Berg zu gehen und wieder ins Glück zu finden. Wir haben aber auch die Lernaufgaben, ja, und dass das die spirituelle Führung durch die Lernaufgaben jetzt halt nochmal geguckt wird. Ne? Wir haben nächste Woche den Vollmond, da haben wir Maybon, die Herbsttag- und Nachtgleiche. Ja, ob der Ausgleich, ne, was wird in die Waagschale geworfen, haben wir im Halbmond-Orakel nochmal drüber gesprochen. Und da gibt es jetzt eine klare Sicht auf die Dinge. Ne? Und ihr wisst wieder die Initialzündung, ne? Herbsttag und Nachtgleiche steht dann jetzt halt nächste Woche mit dem Vollmond an. Und jetzt gucken wir aber mal, was das diese Woche noch mit euch macht. Außer, dass es da nochmal eine Druckerhöhung gibt und quasi geguckt wird, ne? Ob ihr da wieder Halbmond-Orakel in eine Phase der Taten geht, ja, ob ihr um Anerkennung kämpft, ne? Oder ob da jetzt Energiearbeit, ja, das entsprechende Vertrauen in eure Geistführer, ins höhere Selbst, ja, gegeben ist, ob ihr genug Wissen gesammelt habt, ne, wo der Stand eurer Lernaufgaben ist, was vormachen klappt dann nicht, ne, weder euch selbst noch anderen. Ihr wisst, früher oder später zeigt sich immer das authentische Ich, ja. Ja, wir schauen rein. Was bedeutet das denn für die Feuerzeichen diese Woche? Die Feuerzeichen. Wobei ich da schon direkt switche in Zweifel. Ist das Halbmond-Orakel davor gewesen, ne? Die nächsthöhere Ebene, ja, zweifel nicht an deiner geistigen Führung, ne? Venus- und Mars-Orakel, die Zweifel, die auf dem Kopf liegen, ne? Ihr wisst, Lilith ist im Luftelement, ja, in der Psyche.
Und das wird mir bei euch so gegeben, ja? Bei euch komme ich direkt so in Ängste und Zweifel rein, ja? In Zwiegespaltenheit. Ja. Was könnte euch helfen, ja, damit ihr in ein anderes Gefühl kommt, ja, hier, in eure Konzentration, euren Fokus, ne? Wo richtet ihr euren Fokus drauf aus, ne? Weil ihr wisst, das Halbmond-Orakel davor, der große Rundumblick, ne? Was dann wieder in erneute Abhängigkeiten führt, hatten wir da ganz klar liegen, sind halt die Zweifel, ne? Legt euren Fokus also diese Woche bitte nicht auf Zweifel. Die Zweifel werden mir gegeben, deswegen sollt ihr den Fokus umlegen, ne, und euch auf das konzentrieren, wofür ihr dankbar seid. Ne, hatten wir auch in den letzten Tagesimpulsen, damit sich das vermehren kann, ja, weil jetzt, ne, ihr gebt energetisch ab, was brauche ich, ne, was brauche ich, ja, brauche ich noch mehr Lernaufgaben, ja, muss ich noch geteasert, getriggert, gepiekst werden, ne, oder bin ich hier, die Zusammenhänge, ne, mit der Spiritualität erkennen, die aktuelles Halbmond-Orakel, ja, bin ich da schon in der Dankbarkeit, habe ich erkannt, wofür das Ganze dienlich war, wo es mich hin, Geistführer, hingeführt hat, ja, und konzentriere ich mich jetzt, fokussiere ich mich jetzt nicht auf die Abwärts-, sondern auf die Aufwärtsspirale, auf das, wofür ich dankbar sein kann, auf das, was mich glücklich macht, auf das positive, lichtvolle Energiefeld. Ja, ich habe die Zweifel hier ganz stark an einem Umbruch. Ne? Ihr zweifelt an positiven Veränderungen. Ihr zweifelt an, dass da ein Umbruch stattfindet. Ne? In diesen ganzen Lug, Trug und Hinterlistigkeiten. Und die bereiten euch Sorgen. Ne? Und die Bitte an euch oder die Idee für euch diese Woche ist, ja, der Vorschlag des Geistführerteams diese Woche ist, konzentriert, fokussiert euch nicht auf diese niedrig schwingenden Energien, ne, sondern vermehre das Positive, ne, das, was dich glücklich macht in deinem Energiefeld. Ansonsten blockierst du dein Glück selbst, ja. Und diese Ängste und Zweifel werden euch vom Außen verpasst, ja. Also fokussiert euch mal nicht auf die Dinge kommt jetzt tatsächlich, ne? Hier läuft so viel falsch, ne? Hier läuft so viel schief, ja. Kommt hier, ob hier tatsächlich nochmal ein Umdenken kommt, ja, bei den ganzen, ob hier tatsächlich der Wandel kommt, ne? Ob hier tatsächlich nochmal ein Umdenken kommt, bei dem, was alles schief und falsch läuft und schlug, ne? Damit befasst euch mal bitte nicht. Versucht das mal. Ja? Versucht das mal abzustellen. Versucht euch mal hier mit nicht mit niedrig schwingenden, euer Herz nicht zu verschließen, ja, nicht mit niedrig schwingenden Energien zu konzentrieren, sondern mit dem, wofür ihr dankbar seid, was euch glücklich macht, was positiv ausgerichtet ist, ja, damit wir diese ganzen Ängste und Zweifel und Sorgen und Nöte mal aus eurem Energiefeld rauskriegen. Ne? Ja, genau, hier schaut mal, ich brabbel wieder, ne? Blablabla. Ja, das, ne? Hier, das ist nämlich der fehlende Glaube, ja? Das hier, Energiearbeit, Vertrauen, ne? Akarsis, der fehlende Glaube daran, dass die Ergebnisse sichtbar sind, werden. Ja, und jetzt geht's drum, dass ihr euch auf das konzentriert, ne, wofür ihr dankbar seid, das, wo ihr stolz drauf sein könnt, das, was ihr feiern könnt, ja, euch positiv im Leben auszurichten, in die Leichtigkeit zu kommen. Darum geht es bei euch. Vorsicht, das wird laut. Ja, hier schaut mal, ne? Also achtet drauf, mit welchen Freunden ihr euch diese Woche umgebt, ja? Schützt euch, ne? Bleibt im Vertrauen, sage ich ja, die Energiearbeit für euch ganz wichtig, ne? Akrasis, damit ihr das Energiefeld wechseln könnt, ja? Ganz, ganz wichtig bei euch.
Okay. Erdzeichen diese Woche. Erdzeichen. 13. bis 19.9. Erdzeichen. Bei euch nehme ich schon direkt, weil mir wird direkt das Bild gegeben, der Sprung, ja? Der Sprung auf eine neue Bewusstseinsstufe, auch der große Rundumblick, gerne nochmal gucken. Ne? Da hatten wir als erste Karte die drei Münzen, ne? Der Schritt auf die nächsthöhere Ebene. Und bei euch mache ich mir da jetzt eigentlich keine Gedanken, weil ich sehe ja den Sprung, ja? Ich sehe den Sprung auf die nächsthöhere Ebene. Gipfelstürmer wird mir genannt, ja? Gipfelstürmer, Erdzeichen können diese Woche Gipfelstürmer sein. Und sehen durch diesen Bewusstseinssprung in die nächsthöhere Ebene, ihr seid im Aufstieg, ja? Seht ihr auch wieder klarer, ja? Seht ihr klarer, das nächste kann kommen, ja, ihr braucht keine Wiederholung. Ihr, ja, hier schaut mal. Ihr habt euch nämlich bereits entschieden. Guckt, ihr habt euch entschieden, ja. Ihr hattet in der letzten Zeit genug Kakerlakack, sage ich mal. Und deswegen sehe ich hier den, habe ich den Sprung hier schon für euch gesehen, ne? Ja, hier auch der Waage Mond, ne? Die Wege, ne? Sind ja im Lennemore ist ja die Waage, ne? Auch der Waage Mond, wie wir es im Halbmond-Orakel schon angezeigt hatten. Ja, bei euch muss ich mir keine Gedanken machen. Die nächsthöhere Ebene kommt, ja? Der Sprung kommt mit dem Waage Mond und ja. Wieso, weshalb, warum? Weil ihr euch entschieden habt, ne, euch mit Dingen zu befassen, euch mit Dingen zu umgeben, wo ihr ja sichtbare Ergebnisse eurer Arbeit habt, wo ihr fühlen könnt, ja, das Positive fühlen könnt, ne, wo ihr stolz auf euch sein könnt, das Leben feiern könnt und euch selbst feiern könnt. Ja. Was passiert damit? Schaut mal. Halbmond-Orakel, ne? Halbmond-Orakel. Das heißt, die Spiegelung, ne? Dadurch, dass ihr den Sprung gemacht habt, ja, oder jetzt noch macht, in den nächsten 2 Wochen, oder im September, Oktober halt, ne? Jetzt so in der Waagezeit sozusagen, bekommt ihr die dementsprechende Spiegelung, ne? Im Ich und Du. Und die Spiegelung haben wir ja schon, ne? Im Halbmond-Orakel gelegt und erklärt. Also ihr seid dabei, ja? 13.11 habe ich euch das auch gesagt. 13.11 ist das neue Tor, die neue Tür, ne? Ihr habt euch entschieden, durch eine andere Tür zu gehen, ja? Euch mit positiven Dingen zu umgeben. Und dementsprechende Ergebnisse kommen dann natürlich auch. Ja, hier, schaut mal. Eine neue Reise beginnt. Und diese neue Reise wird öffentlich sichtbar, ja? Eine neue Reise offenbart sich. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ihr habt was losgelassen, ne? Was Altes hinter euch gebracht. Entsprechend hier, Halbmond-Orakel, ne? Hatten wir als Ergebnis liegen. Nächste Ebene kommt. Bewusstseinssprung ist da. Ja, kann ich euch mit entlassen, würde ich sagen, ne? Alles gut. Luftzeichen. Was haben wir für euch? Die lieben Luftzeichen. Woche 13. bis 19.9. Stagnation. Ihr erfahrt im Außen Stagnation, wird mir gegeben, weil Lilith in der Luft ist und
ihr als Luftelement diesen Druck auf die Psyche stark spürt. Ihr lebt stark in der Vergangenheit diese Woche noch, wird mir gesagt. Ihr seid stark in der Vergangenheit verhaftet, hofft und wünscht, dass jemand anderes auf sein Herz hört. Seid aber selbst noch nicht, für euch kann ich das Herz gespannen, ne? Den Tee Herz gespannen, weil ihr gerade sehr, sehr, sehr verkopft seid und dazu auch noch sehr, sehr, sehr verkopft mit Vergangenheit seid, ja. Ja, hier schaut mal, da, arbeite mit den Tatsachen im Hier und Jetzt. Und wer anders macht das im Hier und Jetzt? Hier schaut mal. Und im Hier und Jetzt, ja, bedeutet nicht in der Vergangenheit zu verharren und darauf zu warten, dass sich die wiederholt, ne? Ja. Da. Schütze dich vor emotionaler Erpressung. Ja, ihr lebt in der Vergangenheit. Das ist das Problem. Ja, hier, schaut mal, da. Hör auf, dich zu wiederholen, so kann es keine Veränderung geben. Wieder und wieder und wieder hier. Was habe ich gesagt? Herzgespann, ne? Der Tee, das Herzgespann. Da, auch das Halbmond-Orakel, ne? Dann bekommt ihr nochmal die Karotte serviert, ne? Die Karotte, die euch so lange triggert, ja, bis ihr in, hier, bis ihr in die Selbstliebe kommt, ne? Und versteht, dass Liebe bedeutet, sich gegenseitig zu respektieren, ne? Ihr fühlt euch emotional erpresst hier so lange, bis ihr klar seht. Ne? Hatten wir auch im Halbmond-Orakel gestern. Ja. Ja, genau. Ihr lebt in der Vergangenheit, ne? In einer alten Liebe. Ne, weil Lilith ist halt im Kopf, drückt auf die Psyche und so wird es keine Veränderung geben, weil ihr noch nicht in Zukunft investiert, ja? Euren Fokus noch nicht in Zukunft setzt. Ja, hier schaut man, ne? Auch für euch, trefft euch mit Freunden, lasst euch ins Hier und Jetzt holen, ja? Lenkt euch ab, ne? Da, aber bei euch auch so lange, ne, bis sich euch euer Selbstwert offenbart, ne? Eure Werte, ja, was sind denn eure Werte? Lille drückt diese Woche bei euch nochmal richtig, ihr Hübschen. Wartet mal. Der Kopf, ne? Der liebe Kopf. Der Kopf ist in Wiederholung. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Wieso denn Blues, wird mir gesagt. Aber wieso denn Blues, ne? Haben wir ja im Halbmond-Orakel schon geklärt, erklärt und tiefer dann nochmal im Venus-Mars-Orakel, ne? Ja, und wieso denn Blues, ne, Antworten gebe ich euch natürlich auch von Herzen gerne, ne? Da wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Ja, und für euch wird mir auch nochmal gegeben, ganz wichtig, die Karte, die wir im Halbmond-Orakel hatten mit Erkenne die Zusammenhänge, ne, mit Hilfe der Spiritualität, ne? Kann ich euch Hilfestellung geben, könnt ihr euch aber auch das Werkzeug für die Akasha-Chronik holen. Ne? Könnt ihr euch über Meditation mit euren Geistführern verbinden. Ja. Ihr seid noch auf der Suche nach Antworten, ja, und kreist deshalb noch stark um Vergangenheit. Wasserzeichen.
13. bis 19.9. Wasserzeichen. Was bekomme ich bei euch? Willkommen bekomme ich bei euch. Ihr werdet willkommen geheißen. Ihr werdet... da kommt eine Hochzeit auf euch zu. Auf euch Wasserzeichen kommt eine Hochzeit zu. Irgendjemand heißt euch willkommen. Irgendjemand irgendwas will sich mit euch verbinden. Ein starkes Gefühl der Verbundenheit. Passt ja auch wieder, ne? Saumäßig zu Halbmond-Orakel und zu Venus und Mars-Orakel. Hier ist ein starkes Verbundenheitsgefühl, ja, und der Wunsch, die Sehnsucht nach euch. Ja, hier schaut mal, oh Gottchen, das ist das, was sie mir gerade schon gesagt haben, ne? Da. Jemand, ne, das ist das, was ich gerade schon durchbekommen habe, ne? Jemand fühlt sich ganz, ganz, ganz stark verbunden mit euch, ne? Und hier, ihr bekommt eine Hand gereicht, ja? Dass es auf euch zukommt und hier, jemand trifft die, ich habe hier gar nichts gerade Gefallenes. Jemand trifft die Entscheidung, ja, aus diesem starken Gefühl der Verbundenheit heraus, auf euch zuzukommen, euch die Hand zu reichen, euch willkommen zu heißen, euch entgegenzugehen. Ja, hier schaut mal, da haben wir den Seelenpartner. Da haben wir den Seelenpartner. Und wieso, weshalb, warum ist das so? Weil ihr in eurer Kraft und Macht angekommen seid. Tiefergehende Erklärung, Halbmond, Orakel, Venus und Mars. Schaut euch das an. And the winner of the week is das Wasserzeichen, würde ich sagen. 22.11, sage ich euch das. Eine neue Tür im Ich und Du. Aus dem Gefühl der starken Verbundenheit heraus. 22.22. Knaller Pofalla, würde ich sagen. Mein Akku ist gleich platt, ihr Hübschen. Deswegen entlasse ich euch jetzt in die Woche. Aber wenn was ist, wisst ihr, wo ihr mich findet. Und ansonsten hören wir auch morgen früh mit einem Tagesimpuls nochmal. Bis dann. So haben.